Für mich persönlich wie Esspapier. Früher gab es so Esspapier. Das hat nach gar nichts geschmeckt, aber jeder wollte es haben. Mein Name ist Bodo Krusenbaum. Ich bin oder werde jetzt nächsten Monat 59 Jahre alt. Habe mal im Handwerk gelernt und bin aber seit fast 40 Jahren vertriebsmäßig unterwegs, seit 20 Jahren selbstständig im Bereich der grafischen Industrie, beliefer dort grafische Betriebe mit Maschinen und Geräten und Materialien. Ein Beispiel ist mir ganz gravierend in Erinnerung geblieben, und zwar hatte ich an einen Kunden, also mit dem Kunden gemeinsam ein ziemlich großes Projekt, also dem ziemlich viel verkauft. Und dieser gute Kunde war dann der Meinung, dass er nicht bezahlen müsste. Das hatte dann auch eine ziemliche Dimension. Da ging es um einen sehr hohen siebenstelligen Betrag. Und dann bin ich zur Staatsanwaltschaft gefahren und habe gesagt, Leute, so geht das nicht, wir müssen den Mann jetzt, weil der mittlerweile auch per Haftbefehl gesucht wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann bei dem Staatsanwalt ins Zimmer rein und der saß dann, also ja, das sage ich jetzt nicht, ich hätte jetzt beinahe gesagt, bräsig hinter seinem Schreibtisch, aber er saß halt hinter seinem Schreibtisch und dann erzählte ich ihm, worum es geht. Und dann guckte er mich so an und sagte, ja, Herr Krusenbaum, kann ich verstehen, dass es Sie drückt. Aber sehen Sie mal hinter mich. Ich so, ja, und? Sehen Sie da den Stapel? Und dahinter war ein Aktenstapel, der reichte fast bis zur Decke. Und dann sagte ich zu mir, und? Ich sage, ja, und Ihr Fall von der Relevanz, der liegt nicht nur ganz weit unten, sondern der müsste eigentlich im Keller liegen. Da können Sie sich vorstellen, was wir hier auf dem Tisch haben. Das werde ich nie, nie vergessen. Ich bin da raus, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Da darf eben keine, aus meiner Sicht, Routine einkehren oder so, wo man so nach Gefühl, natürlich ist das alles Gefühl, was man auch entwickeln muss. Aber es ist eben doch immer dabei zu bedenken, dass man es mit Menschen zu tun hat. Und von daher ist das natürlich dann auch immer schwierig, wenn man sich auf der einen Seite hat man die Gesetze und auf der anderen Seite natürlich auch das Menschliche und das eben übereinander zu kriegen.